jetzt gehen wir live. Stage Talk. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei uns auf der Berufsball-Stage an der Berufsmesse Zürich 2019. Wie ihr seht, haben wir wieder einen spannenden Gast hier bei uns. Und zwar der Sänger, Schauspieler und auch Musicaldarsteller, der Patrick Scott. Cool, bist du hier bei uns. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke dir. Jetzt erst mal als Einstiegsfrage. Wie bist du zum Singen gekommen? Ja, ich habe ganz früh damit angefangen, mit 4. Bin ich mal im Kinderchor. Und das hat mir dann so gut gefallen. Und dann habe ich mit 7 Gesangsunterricht bekommen. Okay, spannend. Von daheim. Und dann ist es eigentlich so Schritt für Schritt. Aber das Interesse hatte ich schon wirklich als Kind für Musik. Als kleiner Patrick sozusagen, genau, in dem Fall. Ja. Magst du dich noch erinnern, was du im Chor für Lieder gesungen hast? Also ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen rechts. Ja, aber so klassisch Zeug, also okay, nicht so modern. Okay. Und ich bin aber dann mit 10 in einen, so einen Pop-Rock-Chor, cool. Jugendchor, okay, dann gegangen. Und das war eigentlich ganz cool gewesen. Dann spannend. Haben wir dann modernere Sachen gesungen. Ein bisschen gesungen, genau, tipptopp. Ja. Was wäre eigentlich ein Beruf, den du gerne würdest machen? Hättest du sozusagen Plan B, falls es jetzt nicht in die Showszene, Showbusiness gelangt hätte? Nein, ich hatte eigentlich nie einen Plan B gehabt. Was mir immer gefallen hat, ist Tierarzt, weil ich ja gerne Tiere. Aber ich habe nie einen Plan B gehabt. Also okay, so, ich wollte immer Musik machen, ich wollte immer auf die Bühne, ich wollte immer Schauspiel machen. Und hat zum Glück das bis jetzt geschafft, dass ich davon lebe. Das ist ja auch ein Privileg. Genau. Was fasziniert dich denn da dran? Ja, Musik ist einfach so, so vielseitig. Also ob ich jetzt meine eigenen Songs mache, ob ich jetzt auf der Musicalbühne bin, ob ich jetzt vor der Kamera Soap drehe, Synchronsprecher bin. Also das ist so vielseitig, das Showbusiness. Und das ist das, was mich fasziniert. Ich meine, du bist ja sicher auch in die Schule gegangen. Magst du dich noch erinnern, wie alle Schweizer natürlich, wie du hast eine Balance halten zwischen, ich meine, du hast sicher auch gesungen, zwischen Singen und der Schule, nebst Hausaufgaben, nebst Lernen und so? Ja, meine Eltern haben einfach einen Deal gemacht mit mir, also sie haben es ihn bestimmt, dass ich so gut in der Schule sein kann. Und okay, dann habe ich Musik machen. Also dann dich in dem Fall auch unterstützt, sozusagen. Ja, von Anfang an. Du brauchst, glaube ich, schon in jedem Beruf, sage ich, dass die Eltern dich unterstützen. Und natürlich im Showbusiness, das ist so ein nicht so greifbar, dann brauchst du erst recht Freunde oder auch Familie, die hinter dir stehen. Genau. Spielst du auch Instrument? Ja, ich habe 8 Jahre Cello studiert und Klavier. Und habe jetzt dieses Jahr anfangen, Gitarre zu spielen, aber bin ja nicht so gut unterwegs. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ah, das kommt sicher. Ja. Was ist echt dein ultimative Musikvorbild in der Showszene, im Musikbereich? Ist eins? Ja, ich habe mehrere. Okay. Also natürlich der Prince oder Michael Jackson, wie auch Christina Aguilera, die ich auch durfte kennenlernen oder probieren, auch schon eine Masterclass nehmen. Und sie hat auch einen Song geschrieben auf meinem letzten Album für mich. Genau. Also das ist schon so die Highlights. Aber Prince und Michael Jackson habe ich leider nie live gesehen können. Aber mit dieser Musik bin ich natürlich aufgewachsen. Okay. Du bist ja auch Musicaldarsteller und hast auch mal im Musical Die Schöne und das Biest gespielt. Was hast du da genau für eine Rolle gehabt? Das habe ich letztes Jahr gespielt auf der Wallensee-Bühne. Mhm. Das ist so gesagt, wenn man die Disney-Version kennt, ist es der Le Fou quasi. So ein bisschen Tollpatsch, aber es war eine lustige Rolle gewesen. Wie sieht eigentlich dein Leben außerhalb der Berufswelt aus? Wie meinst du das genau? Also nebst dem Singen, also in der Freizeit, Hobbys? Ich weiss, das Ding ist, Musik ist ja mein Hobby. Und das habe ich zum Beruf gemacht und wenn ich frei habe, dann mache ich auch Musik. Also okay, das ist dann meistens kombiniere ich oder ich schreibe auch Songs für andere Künstler. Das ist für mich nicht ein Schaffen, so in dem Sinn. Darum, okay, das ist auch mein Hobby. Aber sonst so Kino und so normale Sachen, gehen essen, gehen Freunde treffen. Okay, spannend. Dann, bevor wir jetzt weitergehen mit dem Interview, sehen wir jetzt noch einen spannenden Musikclip von dir. Schaut doch mal rein.